Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Der Weltcup 2019 in Chanty-Mansijsk ist in vollem Gange. Heute begann die zweite Runde. Und es gibt tolle Nachrichten aus deutscher Sicht, denn die Nummer 1 der deutschen Rangliste, Livio Ditanisipianu, schlägt Hikaru Nakamura und geht mit 1 zu 0 in Führung. Und das ist auch die Partie des Tages, die ich gleich kommentieren werde. Livio Ditanisipianu mit einer Elo-Zahl von, lass mich kurz nachschauen, 2,656, die Nummer 93 der Weltrangliste. Hikaru Nakamura mit einer Elo-Zahl von 2,745, die Nummer 20 der Weltrangliste, also nominell favorisiert. Nisipiano mit 43 Jahren, ein sehr erfahrener Großmeister, schon seit vielen Jahren in der Top 100 der Weltrangliste, mit einer besten Elo-Zahl von über 2.700 war er auch schon unter den besten 20. Nakamura dagegen ein ausgezeichneter Blitz- und Schnellschachspieler, ist in der aktuellen Blitz-Weltrangliste sogar die Nummer 1 vor Magnus Carlsen und im Schnellschach die Nummer 3. Im klassischen Schach allerdings stagniert er so ein bisschen und fällt sogar ein bisschen ab in den letzten Jahren. Es fehlt so ein bisschen der große Erfolg. Und wenn er nicht aufpasst, wird er von den vielen jungen Willen peu à peu überholt. Nakamura mit 31 Jahren, natürlich noch nicht zum alten Eisen gehörend, aber trotzdem, so langsam muss er aufpassen, wenn er noch den großen Erfolg im klassischen Schach erreichen möchte. Die heutige Partie war wirklich fantastisch gespielt vom deutschen Spieler und wir gehen mal rein. Die Partie begann mit ersten Springer F3, Springer F6, D4. Springer F3 ist immer so ein sehr flexibler Zug. Man kann dann übergehen in verschiedene Systeme. Man kann so ein bisschen Reti-Öffnung antäuschen mit G3 oder man geht dann über mit D4, so hier wie Nisipiano jetzt hier spielt. Ja, in die indischen Eröffnung oder ins Damengambit, je nachdem, was Schwarz zieht. Schwarz zieht erstmal E6, wartet ab. Weiß zieht C4 und jetzt folgt D5. Jetzt sind wir im Prinzip im Damengambit und jetzt kann sich Weiß aussuchen, welche Öffnung er spielt. Er könnte jetzt hier G3 spielen und das ist die häufigste Zugfolge, wenn man die katalanische Partie anstrebt mit Weiß. Nisipiano wählt aber Springer C3 erstmal. Läufer E7. Am häufigsten wird jetzt hier Läufer G5 gespielt oder Läufer F4. Das gehört alles zum Komplex des Damengambits. Nisipiano wählt aber hier G3. Das ist eine etwas ungewöhnliche Zugfolge, um katalanisch zu erreichen, denn Weiß hat sich jetzt schon zu Springer C3 verpflichtet. Normalerweise wird die Entwicklung des Springers eher so ein bisschen verzögert und es wird zuerst G3 gespielt. Gut, jetzt haben wir eher eine seltene Variante aus diesem ganzen Katalanisch-Kosmos. Ich gebe zu, ich bin nicht der größte Experte der katalanischen Partie. Hab's bisher nur mit Schwarz gespielt, ein paar Mal. Was ist so die Hauptidee der katalanischen Partie? Weiß bietet halt diesen Bauern hier zum Opfer an, den Schwarz gerne nehmen darf. Dafür wird der Läufer auf G2 aber zum Leben erweckt. Die Diagonale öffnet sich und den Bauern auf C4, den bekommt Weiß häufig wieder. In diesem Fall versucht Weiß, den sofort zurückzubekommen, nämlich mit Springer E5. Greift den Bauern auf C4 an. Die Hauptvariante lautet jetzt hier Springer C6. Das ist allerdings so eine bisschen ausgelutschte Variante, so wie ich gesehen habe. Weiß bekommt hier seinen Bauern wieder. Und das Ganze ist sehr ausgeglichen, wie man inzwischen festgestellt hat. Die Praxis hat gezeigt, dass hier Schwarz gutes Gegenspiel hat. Nakamura wählte hier einen anderen Zug, eine seltene Variante. Und das sieht auch ein bisschen komisch aus, der Zug, aber ist nicht ohne Idee. Dame D6. Die Dame macht das Feld D8 frei für den Turm, der gleich dahin soll. Und die Dame soll von A6 aus den Bauern decken auf C4. Eine sehr interessante Interpretation dieser Stellung, muss ich sagen. Aber man kann fast alles spielen. Ja. Also katalanisch ist so eine umfassende Eröffnung. Es gibt so viele Varianten. Also seitdem es vor 15, 20 Jahren von Wladimir Kramnik wieder salonfähig gemacht wurde, wird katalanisch rauf und runter gespielt, insbesondere auf Großmeisterebene, aber auch auf Amateurebene. Ist eine sehr starke Eröffnung. Die Hauptvariante hier ist hier Springer schlägt C4, den Bauern sofort zurückzugewinnen. Dame A6. Und hier scheint B3, Turm D8, A4 eine kritische Variante zu sein. Gut, das ist jetzt kein Theoriebeitrag. Wir gehen jetzt zurück zur Partie. Wir vertiefen das nicht. Nisipiano wählte kurze Rochade. Das ist auch ein völlig normaler Zug. Er verzögert das Schlagen auf C4.
Bringt erstmal den König in Sicherheit. Das gibt Schwarz die Möglichkeit, den Bauern C4 vorübergehend zu decken mit Dame A6. Sieht alles ein bisschen seltsam aus, aber funktioniert. Jetzt kommt ein starker Zug von Weiß. A4. Die Idee ist, den Springer auf B5 zu platzieren und danach den Bauern auf C4 zu schlagen. Konkret das Beste scheint jetzt hier Springer C6 zu sein. Das hat Nakamura gespielt. Noch befinden sich die beiden auf Terrain, das schon von anderen Spielern ja, bearbeitet wurde. Wenn Schwarz hier sowas wie C6 spielen würde, das habe ich mir auch gerade überlegt, ich denke mal, das wäre einfach viel zu passiv. Generell, weil die Figuren hier einfach keine Felder hätten. Und Weiß hätte einfach durch seine Aktivität allein schon Kompensation. Auch die Dame auf A6 sieht ein bisschen komisch aus in dem Fall. Nein, Schwarz spielt Springer C6 und er möchte so ein bisschen die Fronten klären. Zumal er auch den Springer auf E5 angreift und der Bauer C4 ist ja noch geschützt. Weiß spielt Springer B5. Es droht offensichtlich die Springergabel auf C7, das Schlagen auf C7. Es folgt der Zwischenzug Springer schlicht D5. Schwarz kümmert sich erstmal nicht um die Drohung. Die taktische Rechtfertigung des Ganzen lautet, nach Springer schlicht C7 folgt Dame A5. Wenn jetzt Weiß die Qualität gewinnt auf A8, dann geht der schwarze Springer zurück nach C6 und das Problem ist, dass der weiße Springer auf A8 nicht mehr zurückfindet. Der ist eingesperrt auf A8 und Weiß könnte natürlich versuchen, ihn mit Läufer F4 wieder zu befreien, aber dann folgt einfach Springer D5 und ich denke, Schwarz hat einfach sehr gutes Spiel hier, weil Weiß Probleme hat, den Springer wieder zurück ins Spiel zu bringen. Nach Springer schlicht D5 schlug Nisipiano erstmal zurück auf mit dem Bauern, das greift den Springer auf D5 an. Jetzt folgt ein Zwischenzug, Turm D8, greift die Dame auf D1 an. Hierzu gibt es nur zwei Vorgängerpartien. In beiden spielte Weiß Dame C2, was ja auch logisch aussieht, und holte sich so den Bauern wieder. Die Stellung hier ist ungefähr ausgeglichen, weil Schwarz in der Zwischenzeit sich weiterentwickelt. Nisipiano spielte aber hier einen anderen Zug. Ich muss zugeben, ich vergaß zu schauen, wie viel Zeit er verbrauchte hier. Das wäre interessant zu wissen. Und ob er sich das am Brett überlegt hatte oder ob er das vorher schon mal zu Hause analysiert hatte. Er zog nicht die Dame weg. Ihr erlaubt es mir kurz zu schauen, wie lange er nachgedacht hat. Das interessiert mich jetzt. Ihr könnt ja überlegen, was er gespielt hat. Naja gut, es ist nicht so schwierig. Ich bin kurz weg, ich bin dann gleich wieder da. Okay, Nisipiano überlegte 27 Minuten an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr seid noch da. Das heißt, das war keine Vorbereitung zu Hause, keine Heimanalyse, der er gefolgt ist, sondern er erspähte hier das Damenopfer selbst am Brett und schlug mutig den Springer auf F6. Fantastisch. Umso besser, umso wertvoller ist jetzt diese Partie, stelle ich fest. Weil natürlich ein solches Damenopfer ohne Vorbereitung zu Hause natürlich noch viel mehr wert ist. Das ist ja logisch. Wenn man das zu Hause mit der Engine und den Computern geprüft hat, dann weiß man natürlich, wie gut so ein Opfer einzuschätzen ist. Aber am Brett ist es natürlich immer auch ein Risiko. Aber es ist der Weltcup, es geht um viel und Nisipiano geht das Risiko. Natürlich schlägt jetzt Schwarz die Dame, Weiß schlägt mit dem Turm die Dame. Und das Problem für Schwarz ist, es droht natürlich immer noch Springer schlägt C7. Es droht auch das Schlagen auf E7 und die schwache Grundreihe ist ein großes Problem, wie wir sehen werden hier für Schwarz. Also Schwarz muss aufpassen, dass Turm D8 Schach nicht folgt. Dementsprechend war es jetzt erzwungen, was Schwarz gespielt hat, Läufer D6. Das deckt den Bauern C7 und blockiert die D-Linie. Jetzt folgt ein starker Zug von Weiß, Läufer F4. Greift den Läufer auf D6 an. Problem für Schwarz hier ist natürlich, er kann nicht den Läufer schlagen wegen Turm D8 matt. Und es gab hier nur einen Zug für Nakamura, der das Gleichgewicht hält. Und es ist spannend zu sehen, dass auch ein so starker Spieler wie Nakamura, der zu den wirklich, das ist ein absoluter Weltklasse-Mann, seit Jahren in der Top 10 gewesen, jetzt gerade so ein bisschen rausgefallen, hier an dieser Stelle, wenn er sich verteidigen muss, nicht den besten Zug findet. Und er hatte genug Zeit, so ist es nicht. Wir sind hier ausgangs der Eröffnung und er muss hier den allerbesten Zug finden. Es gibt nur einen Zug, der hier das Gleichgewicht hält und das ist Dame A5. Aus ganz konkreten Gründen.
deckt C7, deckt auch so ein bisschen D8 indirekt. Wenn jetzt Weiß auf D6 zuschlägt, zum Beispiel mit dem Springer, dann nimmt er wieder Läufer D6. Und hier sagt der Computer Läufer D7, ist aber eine komische Variante, muss ich sagen. Läufer schlägt B7 und Turm E8. Und nach Läufer E7 haben wir eine Stellung, die würde ich als unklar bezeichnen. Die müsste man natürlich noch tiefer analysieren. Das werden jetzt mit Sicherheit auch viele Großmeister machen, diese Stellung noch mal tiefer analysieren und ob Schwarz hier ausgleichen kann im Endeffekt. Weiß hat aber definitiv genügend Kompensation. Er hat Turm, Läufer und einen Bauern. Das ist materiell betrachtet genau das Äquivalent zur Dame. 9 Punkte beide. Also eine sehr interessante Stellung. Nach Dame A5 könnte Weiß aber auch, wenn er will, die Züge wiederholen und einen Remis erzwingen, nämlich mit Läufer D2, Angriff auf die Dame. Wenn die jetzt zurückgeht nach A6, Läufer F4, wiederholen wir die Züge. Oder wenn die Dame nach B6 geht, dann geht auch Läufer E3. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche. Die Dame geht zurück nach A6 oder A5 und wir wiederholen die Züge mit Weiß. Gut, Nakamura spielte nicht Dame A5. Nakamura spielte E5, greift den Läufer an. Sieht ja im Prinzip auch logisch aus. Problem ist aber, also das Erste, was ich sehe hier zum Beispiel ist, es geht ja einfach Läufer schlägt E5, weil der Läufer darf nicht den Läufer schlagen wegen Turm D8 matt wieder. Aber Nisipiano war heute sehr kreativ, in fantastischer Form und schlug jetzt mit dem Springer auf D6. Die Rechtfertigung des Ganzen ist, wenn Schwarz auf F4 den Läufer nimmt, dann folgt Springer E8, ein wirklich schöner Zug. Es droht wieder die Gabel auf C7, G7 hängt auch und Turm D8 ist natürlich auch zu beachten. Hier steht Weiß auf Gewinn laut Computer. Was macht denn Nakamura? Ne, Quatsch, nach Springer D6 schlug Nakamura auf D6, den Springer. Was folgt jetzt? Schaut mal kurz rein. Die gleiche Idee wie gerade, Läufer schlägt E5. Schwarz darf den Läufer nicht nehmen auf E5 wegen Turm D8 matt. Im Prinzip ist die Partie hier schon gelaufen, auch wenn man es nicht glaubt. Weiß gewinnt jetzt hier noch einen Bauern und hat jetzt Turm, Läufer und Bauer. Genau das Äquivalent zur Dame. Problem ist aber, dass die weißen Figuren unheimlich aktiv sind und Schwarz sich nicht mehr befreien kann. Insbesondere auf den schwarzen Feldern herrscht der schwarzfeldige Läufer, wie wir später sehen werden. Und Weiß, Schwarz kann hier sich kann gar nichts mehr machen. Hier. Der Computer sagt, das ist total gewonnen hier für Weiß. Schauen wir mal an, wie Nisipiano jetzt leicht und locker den Vorteil verwertete. Läufer G4 von Nakamura greift den Bauern E2 an. Läufer C3, Zwischenzug, greift die Dame an. Dame C7 greift den Turm an. Turmverdoppelung auf der D-Linie. So, jetzt kann Schwarz hier auf E2 nicht schlagen wegen Turm D7 und es droht allerlei. Es droht B7 hängt, Schwarz muss auf die Grundreihe aufpassen. Das ist komplett verloren. Stattdessen zog Schwarz G6, machte sich ein Luftloch, beziehungsweise das ist kein Luftloch, weil der Bauer auf F6 kontrolliert natürlich das Feld G7. Er wollte auch nicht, dass der Bauer von F6 den Bauern in G7 schlägt. Allerdings dieser Bauer hier in Kombination mit dem Läufer auf C3 ist also natürlich mörderisch. Ne? Auf den schwarzen Feldern kann Schwarz überhaupt nicht mehr gegenhalten und ist völlig chancenlos. Läufer schlägt B7. Schöner kleiner taktischer Trick. Beziehungsweise ist kein Trick, weil wenn die Dame schlägt, dann ist natürlich Schachmatt hier. Nach Läufer schlägt B7 ging der Turm weg nach F8. Jetzt geht der Läufer zurück. Tausch. H5, König G2. Der König, der weiße König, steht natürlich super sicher auf G2. Wie gesagt, Weiß hat Turm, Läufer und Bauer. In dem Moment 4, 5, 6, 7, 3, 5, 2 Bauern inzwischen. Er hat sogar ein Pünktchen mehr. Oder wie man das bei Kindern immer sagt, eine Eiskugel mehr. Und Schwarz kann hier überhaupt nichts mehr machen. Er kann kein Gegenspiel aufziehen, er kann nichts angreifen und muss abwarten, bis er erlegt wird. Das große Problem ist auch, dass die Grundreihe immer noch extrem schlecht ist für Schwarz und da immer was droht. Turm E8, H4, Dame C8, so ein bisschen hin und her hier, A6, Turm D7. Die weißen Türme fangen an, auf die siebte Reihe einzudrängen. Dame A8, Turm 1 D6. Ein Problem ist auch dieser Bauer übrigens hier, den Weiß auch jederzeit gewinnen kann, wenn er will. Läufer D4, das macht auch Turm A7 möglich, wonach Weiß auch diesen Bauern gewinnen würde. Gut, aus Verzweiflung spielte Nakamura hier C3. Weiß nahm einfach weg, Turm E8, Läufer B6 und jetzt gab Nakamura auf. In völlig hoffnungsloser Stellung, 30 Züge nur die Partie lang, fantastischer Sieg. Also Turm D8 ist hier die Drohung, wonach Weiß droht die Dame auch am Ende zu gewinnen, durch das Schach auf der Grundreihe.
Und der kann auch Turm A7 spielen jederzeit und sich den A-Bauern holen. Und der hat jetzt auch materiellen Vorteil mit Turm, Läufer und inzwischen drei Bauern. Drei Bauern. Ja, also materiellen Vorteil auch. Also ein fantastischer Sieg der deutschen Nummer 1, Livio Ditani Sipiano. Herzlichen Glückwunsch. Ich hatte übrigens über ihn auch hier schon eine Partie gepostet, glaube ich, zu Beginn der Einführung des Kanals. Sipiano ist ein sehr kreativer Spieler. Wenn der mein Fahrt ist und taktisch zuschlägt, dann kann er wirklich jedem gefährlich werden. Das hat er häufig bewiesen. Und das hat er auch in dieser Partie bewiesen. Natürlich ist das Match noch nicht gelaufen. Es ist die zweite Runde. Es war die erste Partie. Morgen findet die zweite Partie statt. Nakamura wird weiß haben und wird versuchen zurückzuschlagen. Genau wie Arkadi Najdic gegen Niklas Hushamed. Das war das auch das Gleiche, was ich gesagt habe zu der Partie. Und da hat Niklas auch die zweite Partie gewonnen. Vielleicht gelingt das auch Nisipiano, dass auch die zweite Partie gewinnt. Drücken wir ihm die Daumen. Drücken wir auch Niklas Hushamed noch die Daumen. Der spielt gerade gegen Vit Yugov. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Partie schon vorbei ist, während ich hier so vor mich hinrede. Wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Analyse, und hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf The Big Creek.